Hi, ich bin Ex-Con, willkommen auf meinem Kanal und zu Warhammer 40k Boltgun, dem Retro-Ego-Shooter, Boomer-Shooter, könnte man sagen heutzutage. Dieser ist am 23. Mai 2023 erschienen. Anmerkung, Vorsicht, also hier vor blinkenden Lichtern und Co. Wer ein Problem damit hat, vielleicht nicht zuschauen. Es passiert nämlich sehr viel auf dem Bildschirm. Wir gehen mal mit Mittel rein. Was lustig ist, man kann sogar in den Optionsmenüs Retro, Zugänglichkeit und Verwundbarkeit einschalten. Also theoretisch würde das gehen. Ich habe Kopfbewegung und Bildschirmwackeln ausgemacht, damit ihr keinen Kotzanfall bekommt. Neues Spiel, Mittel, weil meistens auf Schwer oder Exterminatus, da machen die Gegner noch viel mehr Schaden und da habt ich nicht viel von und ihr erst recht nicht. Du betrittst jetzt. Ziel verfehlt. Dein Einsatz auf Graya verlief nicht ganz wie geplant. Das ist schon mal gut. Nothing, once touched by the hand of Chaos, remains untainted. You are under the dominion of the Ordo Malleus to assist my investigations into a world that has already felt that fell influence. Graya has been under the close watch of the Inquisition since the Grimskull War. The Forge World remains largely secure, but we have picked up concerning energy readings in the surrounding system. I have my suspicions, although we have not had sufficient time to pinpoint the origin of these foul energies. While most of the planet remains unaffected, it is my belief that rogue elements within the Adeptus Mechanicus may have been experimenting with a surviving fragment of Inquisitor Drogon's power source. Your mission is to assist me in locating a fragment of the power source. While I consider this threat extremely serious, your superiors have seen fit to second only a handful of you to my supervision. In the absence of a larger force, we should pray to the Emperor that this does not develop into a more dire situation. This servo skull will guide you. Incommodus here is one of the few sanctified and preserved from the purging of Drogon's heretical archives. Together, you will search sites where communication has become sporadic. Should you encounter any opposition, you may assume they have been tainted by the ruinous powers. Suffer not the heretic to live. While I continue my investigations aboard the Crown, you will be deployed to a habitation zone we lost contact with several cycles ago. You should assume the situation to be extremely hostile. Beware. We do not know how far the taint of the arch enemy spreads. Ja, da ist unsere Kapsel leider ein Stück abgeschmiert. Also, das Spiel ist modernste Technik. Ladezone für Landekapsel, falsch kalkuliert, Imperialus kamen. Okay. Hinter mir, links unten, wie meistens, habt ihr die Lebensanzeige und die Schildanzeige von mir, was nicht so relevant ist. Wenn ich drauf gehe, werdet ihr das schon früh genug merken. Und rechts unten Munition und so weiter. Modernste Technik, runtergebrochen auf Minecraft-Niveau. Oder ich hoffe, der Ton ist euch nicht zu laut. Oder Doom. Oder Quake eher. Also sozusagen wirklich ganz, ganz einige Jahre zurück, wie das Spiel Standard war. Und mein Freund, was hast du hier gemacht? Lieber Servoschädel. Du siehst aus wie die Magierin aus Warhammer Vermintide. Mit ihrem brennenden Helm. Okay. Lebenszeichen kritisch, schwere Verletzung festgestellt. Ja, die Objekte sind alle hier nicht richtiges 3D, sondern 2D. Und die drehen sich halt typischerweise wie damals mit euch mit.
Aber wir werden gleich noch feststellen, wenn die erste Schießerei beginnt, ob der Ton dann ist. Ich hoffe, ihr seid nicht alle taub geworden. Also es ist schon ein Pixelbrei. Ja, das Springen, das hatte ich jetzt schon drin, mein Freund. Hat jetzt keine Leben abgezogen. Medizinischer Gegenstand verfügbar. Ja. Also wir spielen jetzt hier die erste Stunde ungefähr. Schauen uns an, wie das Spiel läuft. Okay, du willst nicht weitergehen. Und ob es Spaß macht. Das ist ja das Wichtigste. Die weiteren Fortschritte, also ich werde das Spiel auf jeden Fall durchspielen. Den gibt es dann auf dem Zweitkanal Exocon Raw. Steuerung ist Standard, WASD. Hinknien ist nicht. Aber das ist ja auch normal. Hier wird durch Schalter geöffnet. Gehe näher heran, bestätige den Schalter mit E. So. Ich will töten. So. Sehr gut. Was ist das denn für eine? Irgendwie übernimmt er nicht meine Kontrolle. Tastaturbelegung. Also ich spiele das gerade mit Maustastatur. Feuer, Nachladen, Nahkampf, V. Oder rechte Maustaste, genau. Hat er gerade nicht so richtig. Schmeckt's gut? Tempo erforderlich, schnelles Stürmen, F. Schlüssel aufgesammelt. Ja, mein Servoschädel ist leider weg. Eile geboten, renne mit. Ja, mein Freund, das habe ich jetzt schon längst gemacht. Also Steuerung ist Standard halt wirklich. Und wie geht's weiter? Schlüssel auferlegt. Geil. Fahrstuhl. Es war ein besonderer Moment, da musste die Lautstärke auch sein. Oh, Munition. Ah, ja, das Ding macht ordentlich Wumm Wumm. Also ich werde die Tage auch auf jeden Fall noch Crot zocken. Und da war noch irgendetwas, eins, noch ein anderes. Also Crot ist so ein Sowjet-Ära. Boomer-Shooter. Und noch eins. Damit man so ein bisschen vergleichen kann. Ah, ja. Schön farblich. Hallo Chaos Marines. Hier kommen die Space Marines. Ihr Opfer. Ja, unsere Kollegen haben es leider nicht, wie ihr gesehen habt, am Anfang geschafft. Die waren dann leider Daunitus. Ihr Opfer, ich bin Space Marine, mich greift man nicht einfach so an, ey. Ja. Überhaupt kein Respekt. Was soll der Imperator dazu sagen? Oh, 200 Schild haben wir jetzt. Das sieht dann nämlich so aus. Ah, ja. Die Wumme, die macht schon Wumm Wumm. Aber wir sind jetzt ein bisschen langsam unterwegs und müssen dann die Zahn zulegen.
Gucken, wir sind jetzt 10 Minuten unterwegs. Level abgeschlossen. Kills. Geheimnisse. 0 von 1. Schwierigkeitsgrad Mitte. Geheimnisse ist nicht unser Schwerpunkt, Zielpunkt. Weil sonst wäre es ja eine Komplettlösung. Und ihr sollt ja auch was davon haben, das Spiel selber auszuprobieren, selber zu spielen. Das soll ja animieren. Gebirgsbatterie. Ein Pfad durch die Berge führt zur Habitatzone. Planetare Geschütze sind auf dem Weg verteilt und auch Heretiker. Finde einen Weg in das Habitat, beseitige gegen Widerstand. Wechseln den Granattypen mit G. Erstmal ein Feuerchen zum Hallo. Gesundheit. Sorry. Aber wir können... Es ist ja nicht so, dass ich nicht wirklich gucke. Gibt's hier irgendwas? Er hat sich gefreut. Habt ihr es gesehen? Der hat sich richtig gefreut, dass ich komme. Das finde ich schön. Wenn Menschen sich freuen, wenn sie mich sehen. Manuell mit R nachladen. Das gab es nicht in allen Spielen. Flammgranate voll. Die KI in solchen Spielen ist ja auch fast nie vorhanden. Das ist immer... Die Masse soll es regeln. Guck nochmal in die andere Richtung. Also Kinder, schaut weg, wenn das Blut spritzt. Mindestens FSK 22. Hello. Na, das war doch mal was hier. Wo ist denn der Servoschädel? Ui. Granaten. Okay. Jetzt ist ein bisschen mein Leben runter. 108, 120. Na, was hatten wir jetzt hier Schönes? Nichts. Och, ist hoch. Einen Schlüssel. So, ich hoffe, das ist euch für euch auch alles schön flüssig. Ich habe wirklich alle Bewegungsunschärfen und sowas deaktiviert, damit das... damit keiner Kotzanfall bekommt. Hallo, Dicker. Ich glaube, er hat die Hand gehoben, er wollte was sagen, seine Meinung mitteilen zu diesem grundsätzlichen Problem. Ach so, er hat das typische, ja. Was ja früher auch war, die Gegner, die waren dann mal, wenn sie die Treffer kassiert haben. Also Widerstand war zwecklos. Oh, warte, da. So eine schöne Frag Grenade hat er gefressen. Jetzt lass mich doch mal erstmal hier gucken.
Spiel dann sehr viel Spaß, bis ich dann irgendwann aufgehört habe. Weil es ist halt immer... Ja, da ist ein Ziel, hier ist eine Knarre, da ist der Feind, also ohne so nachdenken. Aber so ab und zu macht es doch echt halt an. Auch meine Counter-Strike, die besten Counter-Strike-Jahre sind schon längst hinter mir. Aber sowas will ich immer zu haben. Oh, nix Granate. Die Animation an der Kettensäge ist echt gut gelungen. Also, da kann ich nichts sagen. Ja, komm, spreng dich selbst. Komm, komm. Ein Geheimnis entdeckt. Wie gesagt, also wenn eins über den Weg läuft, sozusagen uns in den Bolter reinspringt, wird das natürlich, also Bolter ist natürlich die Waffe für alle, die es nicht wissen. Und wir haben jetzt ein Power-Up. Granate. Wir sind jetzt besonders sauer. Aber ich würde jetzt behaupten, bisher Schild und Leben sind eher verteilt. Überhaupt keine Schwierigkeiten. Okay, das Versatzstück, das hatten wir schon mal. Hallo Servo-Schädel, wo warst du wieder? Wir können, ist das echt Max? 150 Schuss, Max. Plus die 15 Schuss im 25 im Magazin, oder? Ja. 175 ist im Moment Max. Und soweit ich weiß, haben wir nicht... Also wir haben jetzt nicht irgendwie... Moment. Nachladen. Erhöhen. Erhöhen müssen wir mal stürmen. Das Granatrennen. Nö. Das Wasserhöhen? Okay. EW Talk. Mal kurz in das Mikro gucken. Das ist gut. Mal gucken, wie viele Sprachsamples es gibt. Aber das war wieder ein Schild. So sieht es im Moment aus. 197 HP und 200 Schild. Volle Pulle. Ich finde, die Geräuschkulisse, dass man wirklich merken soll, hey, der Typ ist echt fett. Panzert natürlich. Das Randstürmen, das ist... Das ist Exos Ding. Das ist Exos Ding. Also, wenn ich dann wieder irgendwann mal mit meinem Star Citizen Raumschiff cruise, brauche ich auf meiner Yacht unbedingt das als Spiel im Fernseher. Oder für alle, die auf einem greifenden WoW hängen, kurz mal oder irgendwo in Lost Ark oder auf irgendetwas warten, schnell in das Spiel rein. Und da sind wir tot.
Nein, wir sind nicht tot. Wir werden einfach respawnen. Das finde ich ja fair. Komm, Frosch. Also sorry, wenn ich jetzt nicht die korrekten Warhammer-Begrifflichkeiten nenne. Das tut mir jetzt wirklich leid. Ich hatte mal in dieser Materie richtig tief umgesteckt. Aber das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Was eigentlich auch ein bisschen schade ist. Geheimnis entdeckt. Komm ich hier hoch? Nee, leider nicht. Ihr wollt mich trollen, aber irgendwie muss es doch da hochgehen. Oder? Na gut, habt ihr was? Und austesten. Ah, wir haben jetzt eine neue Munitionsart. Kraken Bolter. Mega. Ihr wollt mich lecken. Stehe ich nicht so drauf. Also über meinem aktuellen Magazin ist immer dann der ausgewählte Bolter. Haben wir noch was anderes? Nee, wir haben nur den Bolter STR-4. Steuerung 4. Okay. Hat sein Messer gezückt. Glaub's ja nicht. Wenn hier einer sein Buttermesser benutzen darf, dann nur ich. Okay. Keiner zu Hause. Ah. Ah, ja. Hier wird dich niemand schreien hören. Okay, wir haben 37 HP. Das bedeutet, es könnte doch ein bisschen eng werden. Aber wir kommen nicht mehr zurück. Okay. Moment, hier ist noch Munition. Aber wo geht's lang? Hier war nichts. Beortet. Barrikade identifiziert. Zugang blockiert. Suche nach einer Alternative. Okay, such mal. Rotflinten, Munition voll. Soll ich jetzt suchen oder suchst du? Oh. Gutes Personal ist so schwierig zu finden heutzutage.
Da ist nichts. Okay, Level abgeschlossen. 14:30, 94% Kills. Wo habe ich da einen übersehen? Zwei Geheimnisse. Okay, Sektor Imperialis. Die Straßen sind ruhig, so ruhig. Der Gestank der Häresie ist allgegenwärtig. Offenbar hat sich die Verteidiger des östlichen Militariums nicht allzu gut funktioniert. Steige durch das Habitat hinab und reinige es auf dem Weg. Na klar. Die Grave-Kanone verwendet die Masse eines Feinds gegen ihn selbst. Verwende sie gegen die zähere Ziele für einen größeren Effekt. Ich bin hier der Tatortreiniger. Habitattoleranz für Arbeitskräfte unzureichend. Option fahrlässige oder Mord ist erste Lösung. Taserstäbe. Oh ja. Bürger abwesend, berechne. Na sowas, wieso sind die Bürger abwesend? Faules Pöck, Gesocks. Ursachen für das Ausbleiben von Lebenszeichen entdeckt. Ey, sag mir was Intelligentes. Ballern wir zurück? Glaub's ja nicht. Meine. Ist jetzt gerade echt mit Schrot auf mich geballert? Okay, wir brauchen fehlender Schlüssel. Und. Was seid ihr denn für niedliche Viecher? Komm, kuscheln! Meatballs! Vorsicht, ein Mangel an Ehrbietung an diesem Ort kann als heretisch angesehen werden. Was soll das heißen? Ich tue alles für den Imperator. Fresse halten hier. Noch jemand? Slimer in Blau. Geheimnis entdeckt. Boah, ich muss unbedingt Serious Sam. Second Encounter. Spielen. Bei sowas krieg ich direkt Bock drauf. Wuff, wuff. Wo ist Wuff, wuff? Hier haben wir den Salat hinterlassen. Okay, also müssen wir da rein. Gut. Wir haben Granaten. Wir haben zwei Auswahl. Also es wird nicht billig, das alles wieder sauber zu machen. Kann ich euch versprechen. In der Luft! In der Luft stehen bleiben? Mega cool! Das ist ja geil. Das ist cool. Damit sind sie direkt in meinem Herzen gelandet. Ah, komm zu Daddy. Ich mag den Bolter trotzdem in dem Spiel irgendwie lieber. Da ist der Schlüssel. Aber warte, wo mussten wir zum Schlüssel? Da. So. Methode ist der Zutritt Habitatzone gefunden. Ja, aber hallo! Ich bin ja nicht so ein Trottel-Servo-Schädel wie du. Okay, Schlüssel. We need a key, Sire. Ah. Sehr nett.
Also für alle, die nicht nachvollziehen können, was ich meine. Also ihr drückt einfach Sprung. Drückt dann Nahkampf, also rechte Maustaste oder V. Und könnt euch in der Luft, bevor ihr loslasst, drehen. Also den Gegner anvisieren und dann einfach loslassen. Dann stürmt er automatisch mit dem gezogenen Kettensägenschwert auf zu. Weil wir haben jetzt nicht den anderen Weg gewählt. Ja, nicht. Okay. Gucken wir uns nochmal den anderen Weg an. Ja? Sicher, das heißt, ich hätte was ausgelassen. Nein, wir sind weg. Geht hier. Ja, da waren irgendwelche Stückchen. Aber die Funktion, die müsste es wie viel, vielen anderen Spielen geben. Das ist ja echt cool. Juhu. Der Sensemann ist da. Oh, warte. Wäre nicht nötig gewesen, aber danke. Nicht anfassen. Die Rüstung ist gespoliert. Glaub's ja nicht. Ah, so viel Zeug zum Aufsammeln. Das lenkt doch nur von der Arbeit als Tatortreiniger ab. Durchladen, jetzt wieder rausgehen. Hallo, Freund. Sprich, Freund. Ich tritt rein. Wer? Nee, wartet. Gibt's hier nicht auch noch irgendwas? Moment. Da will ja noch einer was. Der ist so liebevoll zerplatzt. Und wir haben unseren Schlüssel. Hallo, Freund. Leicht gespritzt. Also ich finde cool, dass es ist wirklich so pixelig, aber gerade Symbole und sowas sind echt cool gemacht. Mal so ein Spiel für zwischendurch. Also ich könnte jetzt hier nicht wahrscheinlich 5 Stunden am Stück. Aber so zwischendurch. Alle mal. Wir haben jetzt ein bisschen gelitten. Nicht an die Wäsche, Junge. Nee. Man kommt jetzt alle zu mir oder wie sieht das aus? Okay. Haben nicht mehr viel Schuss. Wir wechseln mal auf den Bolter. Eine Bolter ist STF5. Die Profis unter euch können wahrscheinlich was dazu mehr sagen. Genau.
Okay. Zack. Ja, also ich hoffe, ihr habt wenigstens beim Zuschauen und so viel Spaß. Soweit ich gehört habe, so ungefähr 6 Stunden dauert das Spiel. Wahrscheinlich je nachdem, welcher Schwierigkeitsgrad man sich anstellt. Aber ihr seht, es ist... Ich glaube sogar mit dem Unverwundbarkeitsmodus wäre das noch umso spaßiger, umso spaßiger. Weil das jetzt nicht trotzdem herausfordernd sein wird, das sollte ja jedem klar. Es ist ein Retro-Shooter. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Warte, wo war der Schlüssel? Berechne, 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 Ergebnis uneindeutig. Was ist denn bei... Vorschlag verirrt. Hey, warte, wir bleiben jetzt mal kurz stehen, mal gucken, was er sagt. Ist er jetzt hin? Dieses Mistvieh. Wir haben ja keine Karte. So, Freund. Es wird zeigen, Munition. Ja, Freund. Okay, wir hüpfen jetzt einmal hier drüber. Ich bin jetzt gerade, also Exo ist gerade hirntot. Ach, hier war der Schlüssel. Sehr gut. Also wir haben einmal eine fröhliche Runde gedreht. Was bist du denn für einer? Upsi. Und ich dachte schon, du wärst irgendwie was Besonderes. Ja. Auch ich kann mich irren. Ja, wie gesagt, also auf jeden Fall ein sehr spaßiges Spiel. Das tief runter. Tschüss. Sowas dann wahrscheinlich, ich spiele das 10-mal durch. Oder ein bestimmtes Level, was mir besonders gefällt. Einfach die Zeit zu gucken. Klar, die Secrets dann selber rauszukriegen. Aber sehr cool umgesetzt. Das ist es ja heutzutage ja sogar schwieriger, sich in das, in die alten Zeiten wieder einzufühlen, zu versetzen. Ups. Ich bin irgendwie weit hochgesprungen. Und das dann auch so, dass es sich auch anfühlt wie vor 20 Jahren, 30 Jahren. Ihr seid auch da. Einzige, die sind manchmal ineinander gestapelt. Dann sieht man die Gegner nicht, vor allem wenn es ähnliche Sorte sind. Und das Schöne ist, man muss sich um Nachladen nicht kümmern, dass die Munition reicht vollkommen. Aber ich habe jetzt 45. Plus im Magazin, wahrscheinlich durch die verbesserte Version. Es geht abwärts. Und das Ding geht wieder aufwärts. Okay.
Wieso ist das jetzt so komisch rot geworden? Das hat sich mir jetzt gerade nicht so ergeben. Uiuiuiui. Wie kommt man da hin? Eine sehr gute Frage. Jetzt hört doch mal auf zu ballern, Kinder. Der Onkel kommt ja gleich runter. So. Plasma? Herrlich. Und dann bricht die Hölle los. Kurz nachladen. Diesen Mist. Das Problem, wir haben jetzt 2 HP. 2 HP und 2 Schild. Ich möchte doch nicht, dass es peinlich wird, dass ich einfach so sterbe wegen ein paar Popeltypen. Geil. Terminiert. Jetzt Spielstand laden. Hatten wir einen Spielstand? Erläuterungsprozedur beginnt. Schau mal, ob es hier oben nochmal irgendwas gab, aber ich glaube nicht. Hing ich kurz fest. Keine Granaten mehr. Das ist doof. Und schon ist noch einigermaßen vorhanden. Die Chaos-Soldaten sind das Problem. Alter Schwede, bricht in die Hölle los. Echt doof.
glaube ich, nur noch der eine Dicke hier. Hier krabbelt noch irgendwo so einer. Ja. Aber mein Gott, war doch jetzt nicht so schwierig, oder? 7 HP, 2 Schild. Alles im Rahmen. Wir sammeln mal hier ein bisschen das Geschweine ein. Oh, oh, oh. Ahnung, redigiert. Volatile Signatur an diesem Ort. Ella. Was möchtest du mir jetzt sagen? Es geht jetzt nicht darunter, oder? Nö. Hey, es geht weiter. Level abgeschlossen. Ja, der Kampf hat echt gewartet. Kills 99%. Was habe ich denn ausgelassen? Du betrittst jetzt stiller Märtyrer. Der einzige verfügbare Weg führt durch das Mausoleum des Habitats. Beweg dich vorsichtig zwischen den heiligen Gebeinen. Der weiß, welcher Geister du wirklich wächst. Ja, das war jetzt so die knappe erste Stunde von Bolt Gun. Warhammer 40k. Ein sehr interessantes Spiel. Hat richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, den Rest gibt es auf jeden Fall dann die Tage, die Wochen. Mal gucken, wie die Zeit reicht auf dem Zweitkanal Exocron Raw. Und natürlich dann, wenn die Folgen kommen, in der Videobeschreibung zu dem Video natürlich auch. Falls euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Exocron. So, toller Retro-Shooter. Macht Spaß. Bis dahin.